Der Kollege Dietmar Bartsch für die Fraktion Die Linke. Dauert noch ein bisschen, bis es hochgeht. Das nicht die Uhr. Das geht aber links. Also dann, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gesagt, dass Deutschland im Fadenkreuz des Terrorismus steht. Ich hatte am vergangenen Sonntag ein sehr bedrückendes Erlebnis. Ich habe einen Weihnachtsmarkt in Berlin besucht und da gab es plötzlich eine laute Explosion, danach eine riesige Stichflamme. Und ich habe ganz viele Menschen gesehen, die mit schreckensweisen, weiten Augen zum Ausgang gestürzt sind. Später war dann zu erfahren, dass es sich nur um eine Gasflasche an einem Glühweinstand handelte. Aber wir können uns vermutlich alle vorstellen, welche Bilder die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes vor Augen hatten. Ich glaube, das ist auch ein Ausdruck, dass sich unsere Gesellschaft schon jetzt verändert hat. Durch die Terroranschläge, durch die Debatten auch um Flüchtlinge. Wir stehen ja am Ende eines Jahres, was außergewöhnlich war. Und Europa befindet sich am Ende des Jahres, auch wie Deutschland, an einem Scheideweg. Die Frage ist, ob soziale Gerechtigkeit, demokratischer Ausgleich, friedliche Konfliktlösung die nationale und internationale Politik beherrschen oder ob Drohungen, Boykotte und Waffenklirren das bestimmen. Die Antwort ist offen und die Signale, meine Damen und Herren, sind widersprüchlich. Die Reaktion der Menschen nach den Attentaten in Paris, in Berlin, in London, die waren so, dass sie klar waren, ihr macht uns unsere Demokratie nicht kaputt, wir lassen uns unser Leben nicht zerstören, wir lassen uns die offene Gesellschaft nicht kaputt machen, wir geben kein Stück Freiheit freiwillig her. Das, meine Damen und Herren, muss auch unser Signal sein. Wir haben auf dem Klimagipfel erlebt, dass in buchstäblich letzter Sekunde klar geworden ist, es geht ums Überleben. Und die Freudentränen von Frau Hendricks waren ja ein positiver Ausdruck. In der Flüchtlingspolitik allerdings, meine Damen und Herren, finden die Staaten der Europäischen Union eben nicht zu einem solidarischen Miteinander. Und hier geht es tagtäglich um Leben und Tod. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Menschen, darunter viele Kinder, monatelang in Flüchtlingstrecks unterwegs sind oder gar im Mittelmeer ertrinken. Dagegen muss entschlossen und entschlossener gehandelt werden. Da ist Führung in Menschlichkeit angesagt, meine Damen und Herren. Wir alle sind gemeinsam in der Verantwortung. Die Bundeskanzlerin hat darauf verwiesen, die Werte der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in die Europäische Union nicht nur einzubringen, sondern diese zu verteidigen. Und da erwarte ich, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie mindestens die Position des CDU-Parteitags auch in den Debatten mit Ihren europäischen Partnern einbringen, mit Herrn Orbán, mit der neuen polnischen Führung, mit anderen, die sich eben einer Solidarität mit Flüchtenden konsequent verweigern. Das muss die Mindesthaltung sein, die wir haben. Es ist aber, glaube ich, kein Zufall, dass in Ihrer gesamten Rede das Wort sozial nicht vorgekommen ist. Es ist schlicht nicht vorgekommen. Und wenn ich Fluchtursachen bekämpfen höre, das ist inzwischen leider zu einer Phrase geworden. Wie geht denn das zusammen, wenn wir Fluchtursachen bekämpfen wollen, aber weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien und nach Katar exportieren? In dieser Woche ist der SIPRI-Bericht veröffentlicht worden. Da ist die positive Meldung, die Waffenexporte gehen weltweit zurück. Das ist eine positive Meldung. Aber es gibt Ausnahmen. In Europa zwei Länder, die Schweiz und Deutschland. Dann noch Südkorea und Russland. Ja, meine Damen und Herren, das ist doch nicht hinnehmbar. Warum machen wir das weiter? Warum exportieren wir Waffen in alle Welt? Wir haben am Wochenende ja die Parteitage gehabt und da doch sehr, sehr problematische Weihnachtsbotschaften. Und ich will auf einige ganz kurz eingehen. Herr Gabriel hat auf dem Parteitag gesagt, die Bundeskanzlerin und der Finanzminister haben einen Beitrag geleistet zum Aufschwung des Front National durch ihre Austeritätspolitik. Wenn denn das stimmt, dann frage ich Sie, mit denen koalieren Sie doch. Wenn denn das wirklich wahr ist, dann müssen Sie doch handeln und da wirklich etwas verändern. Und dann sagt Herr Gabriel, ja, wir müssen, wenn es Bodentruppen gibt, dann müssen wir wirklich einen Mitgliederentscheid machen.
Also erstmal macht mich das nachdenklich. Offensichtlich hält er das ja wirklich für möglich. Und ich frage mich, wenn es da einen Mitgliederentscheid geben soll, wieso denn eigentlich nicht in Mali? Wieso denn nicht bei der Flugunterstützung? Sind das nicht dieselben Handlungen? Also zumindest diese Frage müssen Sie sich doch auch stellen. Und dann will ich auch zum Bundesaußenminister ein Wort sagen, auch wenn er gerade gegangen ist, er sitzt da hinten. Also auf dem Parteitag zu sagen, diejenigen, die mit Nein stimmen, die Linken, sind Heuchler. Also zunächst mal will ich festhalten, dann sind auch ca. 30 SPD-Abgeordnete Heuchler, dann ist die Mehrzahl der Grünen Heuchler und dann ist auch jemand wie Matteo Renzi aus Italien Heuchler, denn der hat mit derselben Begründung, mit der wir Nein gesagt haben, für Italien Nein gesagt. Das kann nicht wahr sein. Auch diejenigen, die Nein gesagt haben, haben verantwortungsvoll über ihre Entscheidung nachgedacht, Herr Steinmeier. Frau Bundeskanzlerin, ich wünsche mir für Ihr Agieren beim Europäischen Rat drei Dinge. Erstens, werben Sie für eine Allianz gegen den Krieg. Terror lässt sich nicht mit Krieg bekämpfen. Es muss Schluss sein mit der Spirale der Gewalt, meine Damen und Herren. Wir haben in Libyen, wir haben in Irak gesehen, Diktatoren sind weggebombt worden, aber den Staaten und Völkern ist keine Perspektive eröffnet worden. Ja, Assad hat sich auf das Schlimmste am syrischen Volk vergangen, ist unbestritten. Aber Bomben und Tornados werden diesem Volk keinen Frieden bringen, meine Damen und Herren. Zweite Bitte. Werben Sie beim Europäischen Rat für die Einsicht, dass Quoten, Missgunst und Unfreundlichkeit Menschen nicht abschrecken, denen es ans Leben geht. Dass diese sich nicht aufhalten lassen durch Hotspots, durch Mauern und Zäune und Frontex. Also mit den Quoten, wenn ich mich recht entsinne, waren wir doch diejenigen, die Anfang des Jahres noch dagegen waren. Und jetzt wundern wir uns, dass Griechen und Italiener da plötzlich eine andere Haltung haben. Bringen Sie Ihre Autorität ins Spiel, damit Flüchtlingspolitik keine Abschottungs- und Ausgrenzungspolitik wird, sondern Menschenrechtspolitik, meine Damen und Herren. Und in diesem Zusammenhang, ja, ich unterstütze das, wenn Sie sagen, die finanziellen Beiträge in der Flüchtlingshilfe, mit wem auch immer, wegen meiner auch mit dem Emir von Kuwait, völlig wurscht, Hauptsache die Mittel stehen zur Verfügung. Das ist in Ordnung. Aber es ist natürlich ein verheerendes Signal, wenn die Milliardenzahlung der EU-Staaten an die Türkei faktisch zu einem Aktionsplan der Flüchtlingsabwehr werden. Die 3 Milliarden müssen nicht zu Erdogan, sondern wenn, dann zu Flüchtlingsorganisationen, meine Damen und Herren. Das müssen Sie korrigieren. Das muss doch bei den 2 Millionen Flüchtlingen aus Syrien ankommen und nicht von Herrn Erdogan etwa verteilt werden. Meine dritte Bitte, kurz und knapp, ist, machen Sie gemeinsam mit den anderen EU-Staaten Druck auf die türkische Regierung, wenn Sie mit dem Ministerpräsidenten reden. Es kann nicht sein, dass die Beitrittsverhandlungen fortgeführt werden, solange die Türkei ein Transitland des Terrors ist, solange die Türkei Krieg gegen Kurdinnen und Kurden führt, solange die Türkei grundlegende Menschenrechte missachtet. Das kann nicht sein. Entwickeln wir Europa als Solidargemeinschaft oder als Bollwerk? Das ist die Frage. Frau Bundeskanzlerin, sorgen Sie dort für eine zukunftsfähige Antwort. Dankeschön. Vielen Dank, Dietmar Bartsch. Nächster Redner in der Debatte für die SPD, Thomas Oppermann.